und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme vom Football Manager. Ja, ja, also es startet wie immer. Ja, nur bei dir. Ja, ja, es sind alle wie immer dabei. Hallo! Hallo! Genau, die Hallos sind da. Alter, wir haben nur noch 2 Tage bis zum ersten Ligaspiel. Ja, ja, unglaublich. Ja. Und dann auch noch wir beide gegeneinander. Also, und danach direkt gegen. Also, Flumi hat das beste Auftaktprogramm. Toni, ja, ich glaube, wir haben es ganz gechillt. Also, ich habe es am gechilltesten. Ich nicht. Ich habe ja zweiter Spieltag gegen Magdeburg und danach im deutschen Pokal direkt gegen Immon. Und dann 2 Spieltage später, also das ist ja. Nee, einen Monat später, das ist ja sogar Länderspielpause, nochmal gegen Immon. Ja, doch, mal. Toll. Länderspielpause. So, ja, bei mir sieht das jetzt alles. Ah, jetzt. Bei mir sieht das jetzt alles viel toller aus, hoffentlich mal. Also jetzt beschwert euch nicht, es sieht toller aus. Ich werde mich nicht beschweren. Ja, natürlich. Aber bei mir steht Wettervorhersage Nieselregen im Start. Jo, bei mir auch. Okay, also ich bin bereit, es kann weitergehen. Ja, ja. Also vor dem Spiel muss ich definitiv noch ändern. Ja, ja. Weil vergessen, ich hatte dieses blöde Testspiel noch. Ja. Das stimmt allerdings. Du musst wirklich. Also ich habe 8 Verletzte und ihr so. Ich habe 3. Ich habe immer noch meine klassischen Verletzten. Also ich habe 8. Das ist halt scheiße. So, Regionalliga West startet. Hallo. Und auch die belgische Liga startet. Mensch, da hast du aber wieder. Du bist doch so ein Statistikfreak immer. Du kannst so direkt wieder alle Liga gucken. Natürlich, was erwartest du? Ich muss jetzt hier erstmal einstellen. Ah, hier hinten, Taktikvertrautheit, das ist super. Hat der Kone gar keine Ahnung von der Taktik, das ist echt gut. Wen kann man dafür ein? Ja. Warte mal, wenn ich den jetzt auf die Position schiebe. Ich glaube, meine Bildqualität, die ich ja jetzt verbessert habe, ja, ein wenig, deutet ein bisschen darauf hin, dass das Bild zu groß jetzt ist. Kannst du doch runterskalieren, oder? Ja, ich werde das schon hier so hinkriegen. Vielleicht ist das sogar. Nein, vielleicht ist das aber jetzt sogar vielleicht so besser, wenn ich das jetzt so mache. Vielleicht. Muss sein, ja. Ja, also, ne? Vielleicht habe ich jetzt einen Vorteil gegenüber euch. Vielleicht auch nicht. Nein. Was wird sich das für ein Vorteil? Im Spiel sicherlich nicht. Ja. So. Nochmal ein bisschen umgedacht. Wo bist du denn, mein Freund? Da bist du. Was? Verein interessiert? Was sind denn jetzt schon so viele? Du musst darauf achten, im ersten Spiel keine 12 Ersatzspiele, sondern die ersten 7 werden mitgenommen. Ja, ja, wir wissen. Die ersten 7, ja? Ja, E1 bis E7 werden mitgenommen. Die anderen kommen nicht mit, die müsst ihr rausnehmen. Rechtsklick einfach auf dieses E8, E9, E10 und so. Rausgenommen. So, ich habe das jetzt wieder zurückgestellt, weil mir jetzt Angst gemacht hat. Ja, ja, alles in Ordnung. Ich habe dir Angst gemacht. Ich habe dir Angst gemacht, ich freue mich. So. Eine gute Voraussetzung für mich. Erstmal schön den Immon verunsichern. Oh, ich muss der Marco Hartmann mitnehmen. So, was hast du gesagt? E8, E9 und so weiter raus? Ja. Gut, ich habe die eh nicht drin. Okay, nur E1 bis E7 wird mit. Genau, also E1 und bis E7 habe ich. Ja, gut. E1, E2, E3. Ja, ja, ich muss noch gucken. Mit meinen Verletzten und Nicht-Verletzten. Wen nehme ich jetzt mit? Ich klicke ein bisschen hier rum. Was mich gerade wundert, ist, dass er die Skalierung doch hatte. So, ich muss jetzt mal kurz. Achso, sind Sie sich sicher, dass Sie die Grundwerte. Ja, ja, ja. Noch Neustart. Okay, weiß ich Bescheid. Dann bringt es mir ja eh nichts. Was, du musst dein PC neu starten? Oh. Nee, ich muss das Spiel neu starten dafür, aber dann gucken wir einfach mal, wie das jetzt läuft. Ja, er sagt, er hat. Achso. Ja. Ja, ja, dadurch, dass ich umskalieren möchte, ne, muss ich Spiel neu starten, damit er das neu skalieren kann. Aber das macht nichts. Dann spiele ich jetzt doch so. So. Oh, ich kann das doch so beibehalten, ne? Ja. Weil ich glaube,
dass das doch jetzt so, wie ich es jetzt vorher hatte, eigentlich nicht schlecht ist. Obwohl, der Flui weiß ja jetzt, wie ich gespielt habe, weil er sich die letzte Folge angeguckt hat. Ja. Ja, das Problem ist, so schnell kannst du keine neue Taktik dir in die Vertrautheit hochspielen. Geht nicht so schnell. Das ist das Problem. Naja, ich habe ja Wahrscheinlich zwei erstmal. Vertrautheiten. Was so rum. Ich habe zwei Taktiken als Vertrautheiten. Absichtlich. Jo. Aber das Positive ist, dass er auch nicht weiß, was ich spiele. Ja. Wahrscheinlich hast du auf meine Taktik nur reagiert. So rum ist das. Weiß Nee, Bescheid. nee. Ja. Aber ich bin fertig. Also vom Meer aus können wir weitermachen. Ja, Also. also ich bin jetzt auch fertig. Ich bin zwar aufgeregt, es hell, aber. Ach, Mensch, ihr müsst das da alles ein bisschen gechillter sehen. Ja, es ist halt Jungs, Frankfurt. Jungs, ist kein Beinbruch, wenn ihr verliert. Ist das so? Es ist aber das erste Spiel der Saison und Ja, aber es trotzdem. ist das erste Heimspiel Merkt der euch, das ist Saison. das erste Spiel als Trainer von euch. Für die Ja. Mannschaft. Das erste Pflichtspiel. Also machen wir keinen Druck. Nein, ich mache euch keinen Druck. Ihr kennt ja eure Vereinsführungen. Ja. Die entlassen ja nicht einfach mal so jemanden. Ne, und wie gesagt, mein Ziel ist es ja, bis zu Ende der Saison Trainer zu bleiben. Mein Ziel ist Klassenerhalt, das heißt auch Trainer zu bleiben. So. Ich denke mal, ja, das ist schwierig mit den beiden hier. Die beiden, ja, nein, Du vielleicht. hast auch drei So. Spieler verletzt, ne? Nerich, Kalla und Tornschuh. Ja, so sieht's aus. Das ist natürlich kritisch. Aber andersrum habe ich ja durch die Vorbereitungsspiele ja einige gute Spieler doch in die Innenverteidigung gefunden. Und ich denke mal, da schaffen sie es auch. Oder besser gesagt, ich hoffe es, dass sie es bis bald schaffen. So. Gut. Ja, genau. Genau, auf der Position war ja schon die Überlegung sowieso, neue Spieler zu holen. Für diejenigen, die jetzt bei mir einschalten, auf der Position war ja eh die Überlegung, neue Spieler zu holen. Ja, weil eben verletzt, ne? Und das ist dann eben schwierig. So, auf der Position. Ach, verdammt. Der Post. Oh, ja. Ach, verfügbare Spieler. Ja, okay. Ja, mindestens. Ja, habe ich. Ja, habe ich. Was sind alle verfügbar? Schön. Okay. Toni, Wenn du man sagst halt gar Spieler. nicht. Ja, ich bin Toni? gerade auch am Überlegen. Toni, kurze Frage. Wenn man Spieler zurück Jo. in die zweite Mannschaft schickt, werden die denn, kommen die dann automatisch wieder zurück in die Startelf von den jeweiligen Mannschaften? Ja, Kommt auf an, wenn du was dort du auf eingestellt Autoaufstellung hast. hast, dann eigentlich ja. Das kommt auf an, was du eingestellt hast. Hast du den jetzt fest in die zweite Mannschaft geschickt oder hast du den nur verfügbar gestellt für die zweite Mannschaft? Nee, ich habe den wieder zurückgeschickt. Also ich hatte den halt für das Testspiel, hatte ich den halt in meine Mannschaft gepackt. Und damit ich halt ein paar Spiele auffüllen kann. Und jetzt habe ich die halt wieder zurückgepackt. Hast du Rechtsklick auf die gemacht? Du hast auf Kader und dann verschieben oder verschieben oder in die zweite Mannschaft oder so muss das heißen. Also ich hatte Rechtsklick und dann steht da hier Kader und dann steht da verschieben im Kader von Magdeburg 2 verschieben. Genau, verschieben heißt, der ist fest dort. Wenn du aber sagst, du kannst ihn auch verfügbar machen, dann ist er für das eine Spiel, für die erste Mannschaft nicht verfügbar, sondern spielt dafür für die zweite und ist trotzdem noch im ersten Kader. Und wenn du den direkt verschiebst, dann bleibt der dort auch für immer und das heißt, du musst ihn auch zurückverschieben, wenn du den mit dem spielen willst. Ansonsten, jo. Alles klar. Gut. Habe ich denn die richtigen Spieler auf der Bank? Ist richtig auf der Bank. Ich weiß, ich muss noch auf weitergehen. Wenn Spieler an meinem Verein interessiert sind, kann ich das erstmal ignorieren? Was Spieler sind an deinem Verein interessiert? Nein, Das klingt irgendwie falsch. ja, verkehrt herum. Vereine sind an meinen Spieler Das kannst du interessiert. erstmal ignorieren. Ja, das kannst du ignorieren. Wenn ein Vertragsangebot reinkommt, kannst du ja selber ablehnen. So. Alles klar. Genau. Trainerdebüt. Sehr schön. Gucken wir mal, wie das heute läuft.
Ein Trainerdebüt gegen den FC St. Ja, gegen neun Trainerdebüt. Aber quotentechnisch sieht das gut für mich aus. Andersrum, das kann eine schwierige Partie werden. Also, etwa 25.500 Zuschauer werden beim Duell dabei sein. Ja. Quotentechnisch sagen wir mal so, aktuell für das Flui gewinnt 2,6, ein Unentschieden 3 und das Ich gewinne 2,5. Ah, hier, ja. Ich habe 2,7. Auswärtsfans, nur 2.400. Wo seht ihr das alles? Das steht in der Posteingang. E-Mail, zweite Bundesliga zum Beispiel, Dynamo Dresden trifft auf. Bla. Aha, also ich habe hier schon mal ein schönen Fehler gefunden. Der populäre Trainer Thorsten Lieberknecht kam im Juni 2007 zum MSV Duisburg und ist dort mittlerweile 11 Jahre tätig. Ja, das ist richtig. Wo sehe ich, wie die Auswärtsfans dabei sind? Das steht, das wenn du... Also bei mir steht das mit drin. Ja, das steht das auch mit drin. Was, doch, bei mir steht das drin. FCM. Nö. Bei mir steht das sogar drin. Ausverkauftes Haus. Ja, nee, bei mir auch. Nope. Oder ja, ungefähr 2.400 Auswärtsfans kommen. Nee, das steht bei mir nicht, ey. Und los geht's, kommt. Bei mir gibt's keine. Ich hab Bock. So, jetzt kommt... Ja. Jetzt kommt das große Duell. Bei uns ist das Ziel 35 Punkte als Ziel, okay. 35, so. Damit kannst du den Manager auf alle Fälle die Klasse halten. Echt? Also ja, ein Fußballmanager, das, also zumindest bei dem, also, da kannst du mit, ja wirklich, also die schwachen Mannschaften bleiben auch schwach, die werden nicht so schnell sich aus, mal so. Auswertung der Trainingswoche. Ja, da kann man nämlich auch mal ihn zum Beispiel mitnehmen. Ah, schön, der Finn Becker hat die beste Note bekommen, ne? Flui, weißt du Bescheid? Finn Becker. Ah. Ja, der ich hab den Spieler nicht kritisiert, hier, Herr Waffi hat den kritisiert. Ja, stimmt, aber in FIFA, ne? Ja. Kritisiert ist kritisiert, ne? Ja. So. Ja. Ach, echt, das ist so ein Bammelspiel, weißt du? Gegen ja. Die Uts ist es sicherlich ein. Ihr vereinigt euch auf Unentschieden. also insgeheim. Heizer! Ihr schreibt doch insgeheim bestimmt auf Steam. Wollen wir 0-0 machen? Ganz ehrlich, der Ultra. Ganz ehrlich, für ein Unentschieden wäre ich absolut. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben. Er ist bereit dafür zu betrügen. Und dann ruft er bestimmt selber zu sich Betrug. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wie wir jeweils die ersten Spiele bestreiten. Ja, schreibt mal rein, was denkt ihr, wer spielt jetzt wie im ersten Spiel? Wir könnten das ja auch so machen, dass wir so ein bisschen Tipps abgeben. Ja, okay. Dass wir eine kleine Tipprunde machen. Oh Gott, jetzt fängt das an. Was ist denn hier das Spieldach? Sieht man das jetzt hier nochmal? Also ich meine jetzt nur unsere Spiele. Ah, hier. Gut, also mein Tipp für St. Pauli gegen Magdeburg. Magdeburg spielt zu Hause. Also ich denke, es wird ein 1-1. Bei Dynamo denke ich, Dynamo gewinnt 2-0. Oh. Und was schätzt du bei dir? Also muss auch dich bei mir selber? Nee, ja. Ich tippe meine. Die eigenen Spiele kannst du nicht tippen. Die eigenen Spiele tippt man nicht. Okay, dann mach ich. Außer man spielt gegen einen jemanden. Außer man spielt gegen jemanden. Okay, dann können wir das so machen. Okay, also ich schätze bei uns, hoffe ich auf ein Unentschieden. Bei Dynamo Dresden denke ich, so ein 2-1 wirst du machen. Und Aue denke ich, Union Berlin ist halt eine sehr starke Mannschaft, wird als Aufstiegsfavorit gelten in dieser Saison. Deswegen denke ich, dass du hart kämpfst, aber verlierst. Okay. Und du selbst, du spielst ja gegen Immon. Also hat er gesagt? Hast du hat er schon gesagt? Ja. Immon oder CMS?